Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute möchte ich zusammen mit euch in die Lookfantastic Beauty Box gucken. Die hat mich erreicht. Mittlerweile kommt die ja nicht mehr in eine extra Box, sondern sprich, ich muss mal gerade meine Adresse zuhalten. Das sieht dann immer so aus. Also sie kommt hier in so einem Karton und wenn ich den jetzt gleich öffne, sieht man direkt die Produkte. Kommt aus England, erreicht mich auch immer in der ersten Monatshälfte. Und Abo-Preis ist immer unterschiedlich, je nachdem, für welche Abo-Variante ihr euch entscheidet. Ich glaube, ich zahle noch 18 Euro oder 20. Ich muss mal gucken, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber wir schauen jetzt mal, wie gesagt, gemeinsam rein. Die letzten Monate fand ich es echt gut. Ich hatte ja zwischenzeitlich schon mal dran gedacht, die vielleicht zu kündigen. Aber ich bin dann doch froh gewesen, sie nicht gekündigt zu haben. Deswegen, wir gucken jetzt mal. Also, ihr habt das hier mal, hier steht es immer drauf, man sollte es hier wohl irgendwie so, ich habe immer so ein paar Probleme, so irgendwie dieses Ding hochklappen und dann irgendwie hier, was weiß ich, hier drinne, kann man das dann auch nochmal so hochklappen und dann öffnet sie Box sich. Diesmal ging es einfacher als das letzte Mal. Und so sieht es dann immer aus. Hier habt ihr den QR-Code, den scanne ich jetzt gerade mal ab. Eat the Heat ist übrigens das Motto. Und gut. Ich blätter jetzt mal ein paar Schritte vor, um dann einfach zu sehen, was für Produkte hier in der Box sind. So, Preise sind alle dabei. Ja, genau, halt in Pfund. Aber nichtsdestotrotz, wir legen jetzt mal los. Ich zeige euch jetzt mal, hier wird es bestimmt wieder einen hohen Wert haben. Hier einen ersten Blick in die Box. Huch, das hat sich hier eine oder andere schon verschoben. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Produkt an, was oben drauf liegt. Und zwar habe ich hier einmal sorry, zwar gerade was getrunken, natürlich mein Eis hier leer gemacht, aber gut, das soll's. Einmal von Brushworks ist hier was drin, Triangular Powerpuff Duo. Lasst mich das mal euch zeigen, wie das Ding aussieht. Doch, ich habe doch, glaube ich, früher mal die Powerpuff Girls, gell? Irgendwie sagt das was. Also es sind wie so Puderquasten, kann man dazu sagen. Kann man hier so mit der Hand reingehen und was weiß ich, dann mit dem Puder halt so das aufs Gesicht auftragen. Ihr wisst, was ich meine, gell? Also wir haben hier ein großes und ein kleines, rosa und weiß. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, fühlt sich auch schön an, schön weich. Ich gucke mal, ob das jeder in seiner Box drinne hat. Das wurde ja, glaube ich, auch angeteasert. Das hat jeder in seiner Box und ich sehe gerade passend dazu, hat man von Lottie London so ein Translucent Puder, das lasse ich jetzt nochmal zu, habe ich aktuell eines in Anwendung und damit kann man dann, wie gesagt, mit dieser Brushworks Quaste sozusagen, kann man dann hier reingehen und dann hier halt eben dieses Puder mit aufnehmen und im Gesicht verteilen. Ich mache es oft mit dem Pinsel, bin ich ganz ehrlich, aber wenn ich so Teile habe, werde ich es auch mal benutzen. Und wie gesagt, dieses Puder gibt es auch noch dazu. Das war, glaube ich, auch schon mal in der Glossy Box oder so drin. Das war die Verpackung. Dann habe ich hier, habe ich hier was drin von First Aid Beauty. Und zwar Facial Radiance Pads Help Exfoliate, Tone and Brighten, Alcohol Free, Safe for Sensitive Skin. Das sind, glaube ich, wie ich so sehe, so Peeling Pads. 10 Stück sind hier drin. Genau, die soll man eben über das Gesicht machen, über Hals und Dekolleté. Ein- oder zweimal täglich, nachdem sie gereinigt wurden. Und dann soll man sie entsorgen. Also es ist eine Einmalanwendung pro von diesen Dingern. Und das hat wohl auch jeder in seiner Box drin. Dann haben wir hier noch was von Avant drin. Das wird bestimmt auch wieder einiges kosten. Was ist das denn? Reconstructing Keratin Complex Ultraschein Hair Cream. 25 ml. Ich wusste gar nicht, dass es von der Wand auch Hair Cream gibt. Das habe ich eher so die Botten. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Nicht nur fürs Gesicht. Letztes hatten wir auch was für den Körper. Ich finde es mal interessant, weil fürs Gesicht vertrage ich die Produkte leider nicht so gut. Aber das ist was für die Haare. Apply a walnut size amount into the palms of your hands after shampooing and conditioning. Then spread it evenly. Ja, das ist wohl so wie sie es an. Jetzt habe ich irgendwas im Auge. So wie es hier steht, soll man es nicht auswaschen. Nachdem man die Haare gewaschen hat und Conditioner rein hat, soll man es einfach hier so in die Längen geben. Hat es auch jeder in seiner Box? Ich glaube ja.
17 Pfund kostet es. Okay, weil die Avant-Produkte sind ja in der Regel ja, relativ teuer. Aber 17 Pfund sind, ich weiß jetzt, 17 Euro, 15, 16 Euro oder sowas. Dann haben wir hier noch eine Parfümprobe drin. Und zwar von Lancôme, dieses Idole Le Parfum. Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Ich kenne zwar so viele Parfüms. Ich gucke mal gerade, ob das Ding hier raus will. So eine kleine Parfümprobe. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Schau mal her, ich sprühe es mal hier dran. Ja, riecht gut. Also, das ist schon mal was Positives. Dann habe ich hier noch was Großes drin von Aveeno. Skin Relief. Und zwar ein Body Oil Spray. Instantly nourishes very dry sensitive skin. Ja. With Oat Oil und Jojoba Öl. 200 Milliliter sind drin. Ja, trockene Haut habe ich ja so oder so. Von daher optimal. Können wir auch gerade mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich so eine Body Lotion. So was Öliges. Genau, ähnlich wie eine Body Lotion. Ich trage das jetzt hier gerade mal auf den Arm auf. Riecht richtig gut. Richtig angenehm. Ja, cool. Auch hier, ich gucke mal gerade, weil irgendwie habe ich gerade was gesehen, ob das nicht jeder wohl in seiner Box drin hat. Genau. Entweder hat man dieses hier von Aveen drin oder man kann eine Transforming Body Lotion drin haben. Ja. Bin ich hiermit auf jeden Fall zufrieden. Body Lotion habe ich en masse aktuell. Und dann habe ich noch ein Produkt, was auch nicht jeder drin hat. Und zwar vom Morning Expert ein Wake-Up Spray. Ich glaube, davon hatte ich schon mal so zwei kleine Pröbchen, mehr oder weniger in der Glossybox oder sowas mal drin. Das war aber was für abends, also einmal so ein Pillow Spray und einmal so ein Roll-On. Den Roll-On habe ich auch noch, den Pillow Spray, der ist schon leer. Und das ist jetzt, wie gesagt, was für morgens. Motion Activated Aromatherapy Spray to help improve in mood and concentration. Jo, ist nicht schlecht. Wir sind jetzt hier am Sprühen, es wird jetzt ausprobiert. Aber auch so einen frischen Duft. Keine Ahnung, ob da Lavendel dabei ist. Muss ich gleich mal gucken, ob hier irgendwas draufsteht. Auf jeden Fall soll es wohl die Stimme ein bisschen heben. Ist nicht schlecht. Jo. Entweder frühestmöglich oder frühest morgens zum Aufstehen. Oder vielleicht, was weiß ich, kann ich es mir auch auf die Arbeit nehmen, wenn es irgendwie stressig ist oder so ein bisschen. Und dann wird die Laune auch wieder besser. Genau, man kann entweder dieses Wake-up-Spray haben. Oder dieses Deep Sleep Pillow Spray. Ja, gut. Nee, ist in Ordnung. Ich habe lieber meine Produkte, die ich noch nicht hatte. Ja, meine Lieben, das war auch schon die Box. War jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Aber wir haben trotzdem das ein oder andere ausprobiert. Und ich will jetzt mal kurz gucken. Also, es hat nicht so einen mega krassen Ölfilm, wie es bei manchen Produkten ist. Und es riecht immer noch angenehm. Also, ich meine hier von Aveeno dieses Body-Dings hier, Body Oil. Das hier war bei mir in der Box drin. Genauso wie dieses Morning Expert Wake-Up Spray. Werde ich auf jeden Fall auch gerne testen. Dann hatten wir zwei Produkte, die super zusammenpassen. Einmal von Lottie London hier dieses Fixing Spray. Translucent Powder, Net Fixing Spray, Fixing Puder. Und dazu diese zwei Brushworks Tools. Dann einmal von Avant was für die Haare. Das würde ich auch mal ausprobieren, wie das ist. Dann von First Aid Beauty hier diese Radiance Facial Radiance Pads, genau, diese Peeling Pads. Und von Idol noch so eine kleine Parfümprobe und dann war es das auch, die gerade runtergefallen ist. Ja, genau, hier dieses Idol. Also so sieht's aus. Wie gesagt, das waren jetzt die Produkte, hat mir immer wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob es so einen kleinen Spoiler gibt, was uns nächsten Monat erwarten wird. Also im August, dann passend zu meinem Geburtstag, da bin ich mal gespannt, ob da coole Sachen drin sind in den Boxen. Und zwar, hier haben wir doch was. What's coming up? Peter Thomas Roth Cucumber Gel Mask. Okay, also man hat wohl eine Gelmaske auf jeden Fall drinne. So sieht's aus. Deluxe Size. Ja, genau, weil in der Look Fantastic Beauty Box sind nicht immer unbedingt ja, große Produkte. Also man kann mal Originalprodukte haben oder halt dann auch so diese Deluxe-Produkte, was ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht finde, um einfach mal diese Produkte auszuprobieren, weil es kann ja immer mal sein, sein Produkt gefällt einem nicht, man verträgt es und dann hat man so eine große, ja, so eine große Flasche, Dose, wie auch immer, Tube da stehen. Und bei den kleinen Produkten finde ich es eigentlich nicht schlecht.
Genau, und wenn einem was gefällt, kann man es natürlich auch auf der Lookfantastic-Seite nachkaufen. Ganz wichtig. Ja, das war jetzt, wie gesagt, die Box für den Monat Juli. Genau. Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Genau. Vergesst also nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.